Ja, moin Leute, da melde ich mich auch mal wieder mit einem neuen Video. Und zwar heute mal ein bisschen eine Aufforderung. Das, was mir gut getan hat, das tut vielen anderen vielleicht auch gut. Und diese Erfahrung will ich dann so ein bisschen weitergeben. Das ist vielleicht ganz wichtig. Eine Sache, die wir komplett vergessen, ist immer mal wieder jemandem sagen, dass wir an ihn glauben. Und zwar ohne die Einschränkung dieses Wort, was ich früher ja ganz viel benutze, das ist ja dieses Aber. Ja, man macht dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Und man sagt jemandem, ja, ich finde das einiges ganz gut, selbst einige machen ja nicht mal das und sagen, was sie an jemandem gut finden, aber viele machen das ja immer mit einem Aber hinterher. Arbeite mal an dir, änder das mal, änder diesmal und so weiter. Ich meine mal ganz ohne ein Aber. Ich will euch mal ein kleines Beispiel nennen. Also wenn ich jetzt hier mit meinem Auto jetzt hier tanken fahre und fahre ich immer zu einer Tankstelle hier bei mir im Dorf, die immer sehr, sehr preiswert ist, kann ich jedem empfehlen. Und da arbeitet ein junger Mann immer, der merkt sich mein Nummernschild, Namen gemerkt und so weiter. Gut, ich habe auch einen Wiedererkennungswert, aber die meisten, der kommen, die behandelt er wirklich super, kann sich an die meisten erinnern, Namen und so weiter, ist super freundlich. Und jedes Mal wundere ich mich und dann komme ich zu ihm rein und diesmal habe ich dann zu ihm gesagt, ich sage, Digga, also irgendwie, ich finde das so super, wie du das machst und ich freue mich immer, wenn ich hierher komme, dass das auch immer, du bist so super nett und wie du das drauf hast und so weiter. Und ich glaube, du könntest auch was anderes machen, als hier vielleicht in der Tankstelle zu stehen, auch wenn er das natürlich möchte, aber ich wollte ihm die Botschaft mitgeben, hey Digga, ich finde das super, was du da machst und wie du mich hier begrüßt, wie du die anderen alle begrüßt und dass da vielleicht mehr in ihm steckt, als vielleicht in der Tankstelle zu haben. Er hat sich super gefreut, so eine Rückmeldung mal zu bekommen. Das war so ein Aha-Effekt, da könnte man sagen, ja, was für eine Überraschung, aber für mich ist das trotzdem ein Aha-Effekt, dass ich irgendjemandem gesagt habe, ja Mensch, ich sehe irgendwie was in dir, dass du mehr machst und vielen Dank, dass du immer so freundlich so zu mir bist und mich immer so begrüßt. Ich freue mich dann immer wieder herzukommen. Ich würde dann wahrscheinlich selbst dahin fahren, wenn es nicht die preiswerteste Tankstelle in der Ecke wäre. Aber was will ich damit mal sagen? Einfach, was vergessen wir so oft? Einfach, was für mich auch mal so wichtig war, wo ich an mir gezweifelt habe, wo ich einfach nicht mehr wusste, wie es vorwärts gehen sollte. Gab es Menschen in meinem Leben, da werden wir noch ein anderes Mal drüber sprechen, gab es Menschen in meinem Leben, die gesagt haben, Alter, ich glaube an dich und du wirst da rauskommen, du wirst dich da rausziehen und die haben wirklich nur über das Gute gesprochen. Die haben gesagt, auch wenn du es mal für was Negatives eingesetzt hast, ja, ob du es dann in der Neonazi-Szene eingesetzt, in der Rocker-Szene oder Rote-Szene, das ist scheißegal, aber wir glauben an gewisse Talente an dir. Und ohne ein Aber, ohne mitzugeben, aber denk dran, denk an dies, denk an das, sondern mit jemandem, mit dem ich zusammen saß, ganz tief in meinem Herzen, diese Person, die weiß das. Kann ich auch nicht sagen, mein Schwager, der dann an mich geglaubt hat und das dann gesagt hat, ich glaube an dich und du wirst wieder auf die Beine kommen und denk an all deine Stärken und ohne ein Aber nachzuschieben, Leute. Warum tun wir uns manchmal so schwer, Menschen sozusagen einfach sie für irgendwas zu loben? Warum ist das so? Eigentlich, das tut uns so viel Gutes, das mal zu hören und das weiterzugeben und wenn wir dann die Reaktion der anderen sehen, wie wichtig das ist, denen zu sagen, pass auf, du bist einfach ein liebevoller Mensch, ich glaube an dich, du hast eine tolle Energie, du hast positive Energie, einfach wirklich nur das Positive erfreuen. Einfach mal aus dem Nichts, ihr werdet sehen, was das für eine Überraschung bei Leuten erfolgt. Ruft, ohne dass ihr ein Aber nachschiebt, ja, also lasst das einfach mal weg oder nehmt euch mal jemanden gegenüber, setzt euch mal jemanden gegenüber und sagt denen einfach mal, was ihr alles so toll an dem findet, sei es euer Partner, Partnerin, euren Eltern oder euren Kindern auch oder sonst was, von mir aus kann ich das auch eurem Hund erzählen, aber der guckt euch eh nur an, der da was zu fressen will, also zumindest immer meiner so, ja, also Suna, peace und das ist für mich ganz wichtig, das einfach mal loszuwerden, weil das hat mir selber mal sehr geholfen, dass es Menschen gab, die an mich geglaubt haben, weil es gibt dann natürlich da sehr, sehr viele Menschen draußen, die das gerne sehen wollen, wie man scheitert und das werdet ihr in eurem Umfeld auch haben, umso wichtiger sind dann die Menschen, die an euch glauben und das Positive mal sagen, aber wenn wir das gerne hören wollen, hey, was ändert, was ist denn dann so schlimm dran, wenn wir es als erstes erstmal sagen. Also Leute, geht einfach mal raus. Heute, ich gebe euch das als Auftrag jetzt in den nächsten paar Tagen. Geht als Auftrag raus. Geht zu irgendjemandem, ob ihr den kennt oder nicht. Bekannte, Freund, Freundin, Freund, Mann, Ehemann, Großeltern, Oma, Opa, wen es alles gibt. Und geht einfach mal zu dem und sagt ihnen einfach mal in wenigen Sätzen, warum ihr so doll an die glaubt, warum ihr sie liebt habt und hebt nur das Positive hervor. Und ihr werdet euch sehen, wenn ihr das gesagt habt, wie gut es euch damit geht, wenn ihr jemand anderes das sagt. Das ist eine Erfahrung, die habe ich gemacht. Die möchte ich gerne weitergeben. Das ist mir so ganz wichtig, weil dadurch können wir so viel verändern, wenn wir das weitergeben. Leute, den anderen einfach mal wirklich wertzuschätzen und dem zu sagen, was sie alles toll finden, ohne Einschränkung. Bitte macht das, versucht das mal. Das sind ganz kleine Erfahrungen, die ich immer mache. Ich mache das zu gerne jetzt mit Leuten. Warum ich die so wertschätze, das ist auch genauso, wenn Leute mir helfen, ne? Armin, Digga, wenn er mich, ich frage den, fährst du mich zum Flughafen, holst du mich wieder ab? Ja, klar, kein Problem. Ohne einmal nachzudenken, ja, was, kannst du jemand anderes fragen und so weiter. Das will ich mal ganz wichtig sagen. Das finde ich mal ganz toll und dann sag das den Menschen mal. Also ich weiß nicht, wie gut der Ton war. Es ist sehr windig, hier ist Orkan. Aber ich freue mich, wie ihr mal teilt das Video. Lasst uns ein bisschen was tun, dass alle eine frohe Botschaft irgendwie nochmal an irgendjemanden loswerden. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr es kommentiert, liked und so weiter. Helft mir, die Seite ein bisschen zu verbreiten, damit nicht nur Hass hier gewinnt. Ja, jede Hassseite wird hier doppelt und dreifach geteilt und die was positiv ist, die nicht. Also ein bisschen deprimiert. Aber Leute, ich habe jetzt wieder sehr, sehr schnell gequatscht. Ich habe die 5 Minuten wieder fast eingehalten. Also ich wünsche euch eine schöne vorweihnachtliche Zeit und ich wünsche euch eine Heu von der Küste, Leute. Also sagt irgendjemand irgendwas Liebes, ohne ein Aber.